Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play Arma 3 Wasteland. Mein Name ist Simon, mit dabei ist der gute Niklas. Hallo Niklas. Moin. Ja, wenn ihr das hier seht, habt ihr irgendwie zu dem kleinen Kanal Mehrspieler gefunden. Übrigens geiler Name. Und, wenn du mir so erklärst, hau ich dich. Nein, mach ich nicht, keine Angst. Das ist tatsächlich das erste Video auf diesem Kanal, denke ich jedenfalls. Cool, eine Waffe. Eine Waffe? Eine belgische oder eine holländische? Ich hau dich gleich. Ja, erstes Projekt auf dem Kanal, Röntgen Arma 3. Einfach Wasteland-Modus heißt, es geht einfach ums Überleben und Kämpfen und Ausrüsten und ungefähr so wie DayZ, nur ohne Zombies. Genau, irgendwann einen dicken Panzer kaufen und alles abknallen. Ja, ich habe mir vorgenommen, in diesem Projekt ein paar Schnitte zu setzen. Das heißt, ihr werdet nicht alles sehen, weil so ein paar langweilige Aktionen wie hin und her laufen oder so, das muss man ja nicht wirklich zeigen. Das heißt, ja, das Spannende seht ihr, den Rest nicht. Ja, oder ein bisschen vom Rest auch. Niklas, lauf doch nicht weg! Ich loote! Ich würde sagen, wir gönnen uns gleich mal ein Auto und dann fahren wir mal ein Ründchen. Niemals. Ich laufe lieber. Ist gut für die Figur. Wahrscheinlich. Köfferchen. In Fortunwissen da. Komm, lass mal wegfahren, hier ist nix. Muss auch in die Gebäude kommen. Alter, Schüsse. Schießt du? Nein. Hä, wer schießt denn da? Niemand, ich höre keine Schüsse. Ja, dann hast du nicht so ein... Ich hab meins einfach unglaublich leise gestellt. Ich hab Schüsse gehört. Naja, wir hauen ab. Hoch? Ah, so steigt man also schnell aus. Okay, bei meinen Fahrkünsten weiß ich nie, ob das spannend ist oder nicht. ich wollte gerade schon sagen. Da könnte immer spontan irgendein Unfall passieren. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns, wenn wir wieder in irgendeiner Zivilisation sind. Bis gleich. Oh, da liegt eine Leiche. Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hey! Du hör auf, das anzusagen. Okay. Wir haben Autos und eine Leiche gefunden. Das heißt, jetzt wird geil gelootet. Na, der hat auch kein Geld mehr oder so. Wurde anscheinend schon gelootet. Aber er hat eine coole Waffe gehabt. Das ist ja auch schon mal was. Das Auto ist auch leer. Fahren wir mit dem Offroader weiter oder mit dem hier? Mit dem Offroader. Okay. What the fuck? Ja, hier hinten drauf sitzen ist auch mal cool. So voll lässig und so mit der... Wenn du einmal drück mal Ö. Ich habe eine Explosion gehört. Oder drück mal C, glaube ich, geht sogar auch. Jetzt habe ich die Waffe gewechselt. Und jetzt kannst du schießen. Ah cool, jetzt kann ich aus dem Auto rausballern. Kannst auch, wenn du nochmal Öl drückst, kannst du mit der Maschinenpistole rausschießen. Als ob. Was? Wie cool. Okay, das ist geil. Das ist ein Quatsch. Ja. Ein Auto. Sollten wir vielleicht mal ein Ziel setzen und nicht einfach belanglos dieser Straße folgen. Ja, ich würde sagen, so ein bisschen, wo ist das Auto denn? Welches? Das steht da weiter hinten. Wo hinten? Hier? Links. Ah, da. Ja, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns mal vernünftig ausgerüstet bekommen. Ein bisschen Kohle. Inventar. Oh, da ist eine gute Pistole drin mit Visier. Das ist immer nice, sowas. Ja, hier ist ein Revolver, wenn du willst. Oh ne, ich habe meine 4-5. Die habe ich auch. Die war hier auch drin mit Visier. Aber ich kann nicht mehr Magazine mitnehmen. Kann ich irgendwas rausschmeißen? Ja, wir brauchen schon Erste-Hilfe-Kästen hier. Wo sind wir überhaupt? Wo fahren wir überhaupt hin? Ich weiß nicht, Alter, wir sind ja komplett ab vom... Ich weiß sogar, wo wir hinfahren. Ja, ich auch. Wir fahren zur J-Bucht. Mhm.
Das ist aber doof, ne? Mhm. Wollen wir uns mal angucken, ob bei dem Gunstore was abgeht? Da steht auch schon Enemy Player. Ja, gut, die ficken wir, würde ich sagen. Dann steig ein. Aber wir müssen uns vorsichtig daran annähern. Naja. New Mission, Capture Base. Geil. Ah, nicht mich töten. Kann ich auch vom, okay. Okay, also hinter dem Hügel ist jetzt der ganze Store. Oder da oben drauf. Da oben drauf. Enemy player has just entered the gun store. Okay. Mal gucken. Ja, ich habe nicht mal ein Visier auf meiner Waffe. Das wird spannend. Naja, wahrscheinlich auch nicht. Wer weiß. Also wir haben uns jetzt, das ist hier ein Server, da hat man tatsächlich sehr wenig, wenn man spawnt. Nur eine dumme Be Achtung, Helikopter. Explosion. Ja, der Heli ist das. Nee, doch. Nee. Er ist nur ein kleiner Hummingbird gewesen, der Heli. Er hat auf jeden Fall einen aus dem. Ich sehe einen auf dem Hügel. Oh ja, ich auch. Siehst du den? Oh, Schießerei, da kommt ein Auto. Bleib erstmal hier liegen. Erstmal die Sache hier beobachten. Okay. Ah, ich habe das Auto auch gesehen. Wollen wir flankieren? Ich glaube, von rechts haben wir so einen Blick von oberhalb drauf. Oh. Einer ist in die Garage reingegangen. Okay, ich gehe mal nach rechts hoch in den Wald. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Ich gucke, dass der in der Garage auch bleibt. Okay. Ah, man ist so lange unterwegs, wenn es berghoch geht, ey. So, ich gehe jetzt hier im Schutz der Bäume mal ein bisschen nach oben. Alter, ist der lahmarschig, ey. Hier stelle ich mal gerade hin, dann bist du, glaube ich, schneller, ne? Noch Naja. einer ist an der Garage. Also zwei jetzt, oder? Glaub schon, ja. Oder einer ist irgendwie von Seiteneingang aus rausgekommen und wieder reingegangen. Es könnten schon zwei sein, ja. Ich kriech mal langsam nach vorne. Warte. Da ist Ich glaub. einer rausgekommen. Ja. Ho! Einen habe ich. Okay. Einer noch neben der Garage. Ich gehe gerade von der anderen Seite hoch. Wo hinter der Garage? Fuck, ich bin tot. Ich glaube, der war direkt bei mir oder so. Leute, ich bin auch tot. Okay, wir leben wieder und jetzt müssen wir uns leider wieder ausrüsten erstmal. Aber ich habe ja schon zwei Fahrzeuge bei mir, einen fetten Laster und einen Geländewagen. Gottes Willen auch mit diesen Ansagen. Was für Ansagen? Hier sind wir wieder so ein Rand. Da redest du dich noch tot mit. Womit? Mit hier sind wir wieder und wir sind wieder weg und was weiß ich was. Okay, du hast recht, aber ist mir einfach egal. Erstmal den SAF-Kasten mitnehmen. So. Ich bin jetzt schon besser ausgerüstet als eben. Nice. Ich habe, glaube ich, drei Magazine mit und ein R-Silbergas. Die so fett Munition wegfressen. So viel Platz. Ja, da war schon ein Visier. Nee, das war einfach auf der Waffe drauf. Du. Ah, nicht anvisieren. Ich höre Schüsse. In Richtung Wahrscheinlich ganz dort. Westen, Südwesten da. Ganz dort ist 1 Kilometer entfernt. Okay. Ja, stimmt, 1,3 Kilometer, da ist das. Willst du mitfahren? Nö, ich wollte hier bleiben. Okay. Also, wie sagst du Hätte sein jetzt? können. Mit C kann ich. Ne, mit C kann ich nicht schießen. Zweimal Waffe wechseln. Ja, zweimal Waffe wechseln und dann. Ah, genau. Niklas, lol, da steht einer aus Ja. unserem Team hinten. Der ist gerade bei uns gespawnt. Okay. Aber da steht ja noch ein LKW. Unter Beschuss! Unter Beschuss.
kann dir jetzt so spontan gar nicht sagen, wer da schießt. Ich auch nicht. Ich habe gerade nebenbei noch geschrieben. Das ist auch immer gut. Gefährlicher als im Real Life. Steigen wir aus? Ich loote nur kurz. Oh du, Niklas? Ja. Was? Da waren gerade ganz nahe Schüsse bei uns. Kann sein. Wo ist denn der Gunstore hin? Richtung. Ah, da, 400 Meter nur noch. 10 Kilometer. 900 Meter, ja. Jungs, rennen da gerade hin. Alter, was hast du gerade gemacht? Wie? Ich habe mich noch richtig hingesetzt. Gut, das klang so, als hättest du dein Mikro misshandelt. Naja. Auf zum Gunstore! Ich guck mal gerade, hinter uns fährt ein. Haha, der will den überfahren! Ach du Scheiße, Niklas, Feuergefecht! Wo? Bei mir! Ah! Okay, ich bin jetzt, glaube ich, fast über den Hügel. Erstmal in Sicherheit hier. Schießt du? Ja. Richtung Ost, Nordost. Ja, auf die ich auch geschossen habe, oder? Ja, ich habe einen gesehen nur. Also, da war ein Auto und einer, der schießt. Ja, oh, Scheiße, da sind zwei! Wo? Bei mir hier. Meine? Alter, was geht jetzt bei den Huren so in dem Chat ab? Scheiße, ich bin wieder tot. Bis gleich. Wo bist du? Ah, da hinten. Okay, ja, Niklas ist auch noch gestorben, das heißt, es fängt wieder von neu an. Schulz. Ich nehme jetzt so einen geilen Revolver. Okay, hier, jetzt kann ich mit dem Revolver snacken, du. Gibt's jetzt in den Häusern eigentlich. Ist das hier Loot? Take Säcke. Ah, hier kann man sich das Essen auffüllen. Cool. Wo? Ich habe die Säcke gerade schon leer geräumt. Achso. Ich wollte schon sagen, hä, wo hast du denn hier was zu essen? Ja, genau in dem Moment waren die Säcke auf einmal leer. Morgan, I can't invite you. Jesus. Don't speak Russia hier. War auch voll russisch. Der hat auf jeden Fall einen russischen Dialekt, hat das zumindest angehört. Oder Akzent. Ist auch so eine Russe. Hat das ja nicht gehört? Er war ungefähr 14 oder 12 oder so. Ich garantiere ja. Schlabberbacke, hi. Ich bin hier in so einem Krankenhaus drin. Ah. Oh mein Gott, eine Leiche. Ich hab einen Rucksack gefunden. Was ist mein? Ist leer, aber das ist ja schon mal nicht schlecht, so ein Rucksack an sich. Schon mal ein bisschen mehr Platz, um was zu tragen. Okay, vielleicht schaffen wir es jetzt ja mal, guck nicht. Bisschen länger zu überleben. Aber ich habe noch kein Fahrzeug hier gefunden. Ich hab hier eins. Okay. Ah, hier ist noch eins. Ah, hier ist ein anderer Mitspieler noch. Hier liegt ein Toter. Oh! Was macht denn der Tote da? Tot sein? Ja, noch nichts Interessantes. Was hast du? Wie, was hab ich? Ein Auto. Weil du so oh gesagt hast. Dieses schöne Sturmgewehr hier. Oh, cool. Okay, welchen Wagen nehmen wir? Den hier oder den Geländewagen? Was den hier nehmen. Okay, ich fahre. Heiliger. Wohin? Fahr bitte vorsichtig. Ich weiß es nicht. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Ah, werfen wir mal einen guten alten Blick auf die Map. Lass mal zum Aircraft-Wreck fahren. Wo sind wir denn? Wir sind da ganz in der Nähe, ne? Ganz oben sind wir. Wir sind in der Stadt oben und rechts von uns ist das Aircraft, oder hinter uns ist das Aircraft-Wreck. Das sind 700. Ja, ich hab's markiert, aber ich muss gerade. Los!
Wo ist meine Markierung hin? Start hinter uns ist die. Starte den Motor. Ich kann dir sagen, wo wir lang müssen. Okay. Drive the car! Das Gute ist, ich halte mich auch immer hier schön an die AMA-3 Geschwindigkeitsbegrenzung. Die von Altes Live? Was? Die von Altes? Nein, von Fix. AMA. Wir müssen eh laufen, das liegt, der liegt eh mit. Gut, Simon. Wir sind kaputt. Vollidiot. Aber ich habe uns eben zum Glück, ich kann nicht reparieren. Die 600 Meter kann immer noch laufen. Ja, ich habe einen Schuss gehört. Ja, von den NPCs oder von einem unserer Bots, von unseren Jungs. Okay. Oder einer von uns ist auch noch da. Ist hier nicht eigentlich immer ein Gunstore oder so? Manchmal, ja. Da drin. Ist da irgendeine Waffe drin zufällig für mich? Ja, ich habe meine alte wieder reingelegt. Okay. Das ist ganz nützlich, weil ich habe selbst keine. Ö. Gutes altes Ö. Beste Taste, um schnell die Waffen zu wechseln. Ö. Okay. Ach, 600 Meter können wir schnell zu Fuß laufen, wahrscheinlich. Du Blanco. Was gibt's da unten jetzt eigentlich? Was sind Aircraft-Wreck? Waffen. Waffen, Simon. Ach so. Waffen ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ossig, da liegen die unten alle. Schießt du auf den? Ich nicht, nein. Oh, scheiße, dann schießt von da aus irgendwer. Ja, einer, ein Steak ist noch einer von uns. Da schießt auch noch mit der drauf. Achso, okay. Also wir sind jetzt zu dritt hier. Ich bin da gleich direkt daneben, ne? Ja, ich laufe auch direkt daneben. Ich hab den eben mal kurz gesehen, aber dann ist der hinter Pflanzen verschwunden. Da schießt er irgendwo hin. So, auf Anhieb sehe ich da jetzt aber nichts. Alter, ist das laut! Echt? Bei mir nicht? Ah, ich sehe das Flugzeug. Ich kann es seit V drücken, um die Ego-Perspektive zu wechseln. Von wo ist das denn V? Von Metal Gear. Ach so. Siehst du noch irgendwas aus deinem Posten? Nee, aber unserer geht jetzt. Unserer schießt wieder. Ja, ich hab geschossen. Hier ein Fahrzeug? Das ist hier das Quad. Okay, unserer ist jetzt da an dem Loot. Da kommt noch ein anderer an. Okay, Niklas, schnell, bevor alles Loot weg ist. Bin dir das, die Säcke da mit Geld? Was auch immer da dran ist. Ich bin dabei. Wo liegen denn die Waffen? Sind das die in den Toten hier? Du kannst auch die Toten selber looten, ne? Ja. Nach, guck hier. Nach Rüstung und so. Okay. So, Inventar. Okay, kann ich irgendwie nicht. Ich will einen Rucksack haben. Was ist denn das? Eine XM. Also hast du die MSMC reingelegt. Hast du noch Munition dafür? Für die MSMC? Ich muss die Typen durchsuchen. Oh, scheiße, unter Beschuss. Ja, nein, ich glaube, du hast. Ah, hier ist die Munition. Okay. Unter Beschuss, was? Ja, ja. Toll. Nexon braucht Hilfe. Wow, meine FPS waren auch schon mal besser, auf jeden Fall, du. Weißt du, von wo die Schüsse kamen?
von oben, vom Berg aus. Also glaube ich zumindest. Ich sehe jetzt hier auf Anhieb keiner, aber es sind auch so sau viele Bäume einfach nur. Genau, weil da oben ist einer von unseren Männern gestorben. Ja, was habe ich Deswegen abgemacht? sollten wir auch ein bisschen in Deckung gehen. Was mache ich gerade? Salva ging aborted. Was? Was habe ich gemacht? Weiß ich doch nicht. Ich habe das Wrack weggeräumt. Na gut. Ja, es ist jetzt auch mittlerweile weg. Gönn uns mal einen. Die beiden haben schon Quatsch. Niklas, wo bist du? Ich bin rechts von dir. Bist du da? Ja, vor dir. Wir haben hier unsere Quads geklaut. Ja, ich sehe von hier aus oben den LKW stellen. Ist nicht weit. Okay. Was ist hier drinne? Hier war die Sprengladungskiste. Irgendeiner von denen noch einen gescheiten Gurt? Okay, guck mal hier. Der Herr hatte eine Handgranate. Okay, also ich würde sagen, das war's für die erste Folge. War jetzt nicht so viel Action, wie erhofft. Was? Aber wir gucken mal, wir schließen jetzt hier direkt an mit der zweiten und dann gibt's hoffentlich ein bisschen mehr Action. Bis dahin, macht's gut, Leute.